Willkommen auf meinem GIMP-Channel zu einem neuen Tutorial von mir. Und heute möchte ich mich mit Schärfen beschäftigen, vor allen Dingen mit Porträtschärfen. Und man kann durch eine bestimmte Methode die Porträts so schärfen, dass nur die Kanten der Porträts geschärft werden bzw. hervorgehoben werden. Und das möchte ich jetzt mal zeigen. Und zwar geht es dann über Differenz der Ma Normalverteilung und das werden wir jetzt mal beginnen. Wir haben hier unsere Vorlage und duplizieren die Ebene. Nun schalte ich die untere Ebene aus. Jetzt gehe ich auf Filter, Kanten finden, Differenz der Normalverteilung. Und hier müssen wir schauen, dass wir schöne Kanten herauskriegen. Erst einmal machen wir das Invertieren hier unten weg. Ein Auge nehmen wir uns hier, das könnte noch ein bisschen stärker sein. Ich gehe mal hier auf einen Wert von, sagen wir mal, 8 vielleicht. Und schon haben wir hier eine deutlich sichtbare Kante. Gehen auf Invertieren und bestätigen mit OK. So, nun duplizieren wir diese Ebene. Gehen auf Farben, Werte. Und beziehungsweise nicht Werte, sondern Farben, Schwellwert. Und hier ziehen wir unseren Slider ganz nach rechts. Und jetzt werden diese Kanten in der schwarzen Farbe hier deutlich sichtbar. Bestätigen mit OK. Nun suchen wir unser Farbauswahlwerkzeug und klicken hier auf eine schwarze Kante. Jetzt haben wir alles Schwarze ausgewählt. Jetzt können wir diese beiden Ebenen ausschalten. So, und nun kopieren wir die untere Ebene, bringen sie mit den Pfeiltasten nach oben. Jetzt schärfen wir. Filter, verbessern, unscharf maskieren. Hier nehmen wir erstmal einen Wert von 1,5. Schauen mal, wie das aussieht hier. Und vielleicht bei der Menge auch mal einen Wert von 1,5. 1,5. Und bestätigen mit OK. Nun gehen wir auf Auswahl, nichts. So. Nun sehen wir den Unterschied vorher, nachher. Vielleicht mache ich es mal ein bisschen größer. 100. Und hier vorher, nachher. Man sieht also ganz deutlich, wie die Kanten hervorgehoben wurden durch diesen Schärfungsprozess. Das kann man natürlich auch mit jedem anderen Motiv machen. Vielleicht nehmen wir mal hier dieses Mädchen, dupliziere die Ebene. Zweimal schalte die untere Ebene aus, gehe auf Filter, Kanten finden, Differenz der Normalverteilung. Hier lasse ich das mal bei 8 stehen oder gehe mal auf 7 zurück. Bestätige mit, Radius lasse ich mir bei 1,0 stehen und bestätige mit OK. Nun duplizieren wir wieder diese Ebene, gehen auf Farben, Schwellwert und ziehen hier den Slider ganz nach rechts oder sehr weit nach rechts, bis wir schöne Kanten hier sehen. So, dann nehmen wir unser Farbauswahlwerkzeug und klicken hier wieder auf eine schwarze Kante. So, nun schalten wir diese Ebenen aus, duplizieren diese Ebene, die Originalebene und bringen sie mit den Pfeiltasten nach oben. Filter. Und dann gehen wir auf Verbessern, unscharf maskieren und bestätigen mit OK. Und Auswahl nichts. Hier sieht man auch wieder deutlich den Unterschied. Vorher, nachher, vorher, nachher. Und das gleiche geht natürlich auch hier mit Tieren. Das möchte ich auch noch zeigen. Obwohl es hier kein richtiges Porträt ist, dann werden andere Dinge eben auch ein bisschen mitgeschärft, aber im Grunde genommen ist es auch machbar. Dupliziere die Ebene hier zweimal, dann gehe ich auf Filter, Kanten finden. Differenz der Normalverteilung. Und jetzt mache ich hier mal invertieren weg und suche mir mal hier ein markantes Teil oder ein des Bildes. Und ja, lassen wir mal die 7 stehen. Invertieren. Okay. So, nun wie gehabt, duplizieren wir diese Ebene einmal. Gehen auf Farben. Schwellwert. Ziehen unseren Slider nach rechts.
ein bisschen vielleicht so. Lassen wir mal so stehen, nehmen wieder unser Farbauswahlwerkzeug und suchen uns hier eine schwarze Kante. Schalten diese beiden Ebenen aus. Duplizieren die Originalebene wieder, bringen sie mit den Pfeiltasten nach oben und schärfen Filter, verbessern, unscharf maskieren. Hier nehmen wir auch den Wert 1,5. Dann gehen wir auf Auswahl, nichts. Und hier sieht man auch wieder wunderbar diese Kantenschärfung. Motivkantenschärfung ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und hier nochmal der Gollum. Und jo, ich hoffe, ich konnte ein wenig weiterhelfen. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Auf meinem Kanal findet ihr noch viele weitere Tutorials von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal mal besucht. Und ja, viel Freude weiterhin. Herzlichen Dank fürs Schauen.